Das Besondere der August-Hermann-Franke-Schulen ist in ihrem Motto wiedergegeben: Leben, Lernen, Gott vertrauen. Das ist das auch, was mich motiviert, wenn ich so an die Lehrer und Schüler denke. Den Schülern Leben lernen. Das heißt, sie werden befähigt, das Leben zu meistern, ihnen eine gute Bildung zu geben, aber auch Werte mit auf den Weg zu geben. Gott vertrauen heißt Orientierung geben. Und ich glaube, wenn wir die Schüler befähigen, ihr Leben gut zu leben, dann ist es etwas sehr, sehr Wertvolles. Die Elterninitiative, die startete 86, das ist mittlerweile über 25 Jahre her. Und so konnte dann 1988 die erste Schule, die August-Hermann-Franke-Grundschule in Lemgo, gestartet werden. Das Ganze begann in einem Hinterhof einer Zigarrenfabrik. Mittlerweile hat die Grundschule 400 Schüler. Bei mir war das so, dass mein Mann und ich 1987 einer Bibelarbeit waren über das Buch Daniel. Und da sagte der Referent, in einer Zeit, wo Esoterik blüht und die Werte irgendwie relativiert werden, können wir die Erziehung unserer Kinder nicht mehr ungefragt dem Staat überlassen, wir müssen uns einmischen. Haben wir gedacht, ja, richtig. Ein paar Monate später wurde ich angefragt, in der zu gründenden Schule Schulleiterin zu werden. Da war das nicht mehr so ganz richtig, aber es ließ uns nicht los und irgendwie war in mir eine Unruhe von Gott her. Das ist dein Platz. Und mein Mann hat dem auch zugestimmt. Und dann habe ich diesen armseligen Haufen gesehen. Ich dachte, nein, also wirklich, was soll das denn noch werden? Aber in meinem Herzen war, das ist dein Platz. 1989 startete die Gesamtschule. Die Voraussetzungen, um eine weiterführende Schule zu eröffnen zu können, waren von dem Schulträger schon sehr weit vorangetrieben worden. Man musste Räume haben, damit eine Schule überhaupt genehmigt werden kann. Man musste nachweisen, dass man genügend Bonität, das heißt genügend Geld hatte, um diese Schule betreiben zu können. Man musste nachweisen, dass man genügend Schüler hatte. Das waren eigentlich an einer Gesamtschule 112 Schüler. Und man musste Lehrer und einen Schulleiter haben. Und so kam es, dass wir hier doch in ein weitgehend gemachtes Nest hineinkommen konnten, nämlich in eine Gesamtschule, die so weit vorbereitet war, dass sie am 7. August 1989 beginnen konnte. Und von da an hat sich eine Schule entwickelt und rasant ausgeformt, wie wir sie dann heute in der ganzen Breite vorfinden können. Im Jahre 1993, das heißt im vierten Jahr unserer Schule, in der Gesamtschule in Detmold, drohte uns eine Schließung unserer Schule. Das hatte seinen Grund darin, dass unsere Schule sehr schnell wuchs. Wir bekamen jedes Jahr 4 oder 5 neue Klassen hinzu. Und das Schulgebäude, das wir angemietet hatten, da hinten in Sport Eichholz, das wurde mit Sicherheit im nächsten Jahr zu klein. Wir hätten dort keine 4 Klassen mehr unterbringen können. Und dann ergab sich auf wunderbare Weise, das im Detail brauche ich das gar nicht auszumalen, ergab sich auf wunderbare Weise die Möglichkeit, die Kaserne an der Georgstraße, in der wir hier jetzt sind, die von den britischen Streitkräften damals aufgegeben wurden, einen Teil dieses Kasernengeländes zu kaufen und dort die Schule dann weiter aufbauen zu können. Das Besondere dieses Geländes ist, dass es früher eine Pferdeinfanterie der britischen Streitkräfte war. Das heißt, wir haben jetzt aus Pferdestallungen Klassenräume geschaffen, aus Panzerreparaturhallen sind die Aula und die Mensa entstanden. Die Panzergaragen sind jetzt Werkstätten für den Technikunterricht. Also es ist schon spannend, was hier aus diesem militärischen Objekt jetzt geworden ist.
bis zu 60, 70 Eltern waren am Wochenende hier und haben das in ihrer Freizeit umgebaut. Später jedoch konnten wir dann Personen einstellen, die dann hier das auch hauptberuflich umgebaut haben. Als ich mir das hier angesehen habe und habe gemerkt, hier kann man nicht nur arbeiten, hier muss man auch wohnen. Wenn man von Herzen was tun will, dann muss man von morgens bis abends und von abends bis morgens dabei sein. Und dann ging das los. Alte Wände rausbrechen und neue zu erstellen, putzen und so weiter. Und meine Frau war immer zur Seite. Und die ganze Zeit war sehr spannend. Wenn ich heute denke, wenn ich vorher gewusst hätte, was auf mich zukommt, auf uns zukommt, hätte ich nicht Ja gesagt. Als die Grundschule so stark gewachsen ist, war dann die Notwendigkeit für eine weitere Grundschule hier in Detmold. So startete 1994 unsere zweite Grundschule, die mittlerweile auch über 300 Schüler hat. 1994, also ziemlich genau vor 20 Jahren, gab es die Idee, in Detmold einen weiteren Standort unserer Schulen zu errichten, also eine weitere Grundschule aufzubauen. Die Gründe waren unterschiedlich. Das eine war, der Standort hier in Lemgo war ausgelastet, alle Klassen waren voll, das Gebäude gab eine weitere Erweiterung nicht her. Zudem hatten ja auch viele Schüler einen sehr weiten Weg zur Schule und wenn man zwei Standorte hat, haben die Schüler natürlich auch kürzere Wege. Gerade für Kinder aus Detmold, Hornbad Meilenberg, für Augustdorf verkürzten sich die Wege. Und dann gab es die Suche nach jemandem, der die Schulleitung in Detmold übernehmen könnte. Ich war damals Lehrer hier an der Grundschule in Lemgo, war allerdings auch noch nicht so sehr lange dabei, war noch recht jung. Aber dann nach unterschiedlichen Gesprächen rief eines Abends einer unserer Schulgründer, der Otto Hertel, an und fragte, ob ich bereit wäre, die Schulleitung zu übernehmen. Hatte eine Nacht Zeit, darüber nachzudenken, sollte ihm am nächsten Tag Bescheid sagen. Das war so, das ging recht schnell, aber ich habe dann zugesagt und habe das auch sehr gerne getan. Wir sind in den Standort in Spork-Eichholz mit eingestiegen. Das war bis dahin der Standort für die Gesamtschule. Die waren aber dabei wegzuziehen. Die hatten einen neuen Standort an der Georgstraße und zogen nach und nach in den neuen Standort rüber. Als wir dort 1994 dazu kamen, waren noch alle 10. Klassen in Spork-Eichholz. Das heißt, wir waren ein Jahr lang zusammen dort mit zwei ersten, einer dritten und mehreren 10. Klassen auf einem Gelände. Und das war richtig gut. Also das haben wir sehr genossen, vor allem auch Aufsicht zu führen. Das war sehr, sehr leicht, weil die 10-Klässler sich so toll mit den Erstklässlern verstanden haben und mit denen gespielt haben, sodass es eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre dort gab. Wir hatten ein sehr gutes Miteinander, gerade in dem ersten Jahr auch mit der Gesamtschule. Da wir ja so wenige waren, haben wir uns natürlich auch häufiger mit den Lehrern der Gesamtschule zusammengetan. An Räumen hatten wir zwei Pavillons, alle anderen Räume wurden noch von der Gesamtschule genutzt. In den Pavillons waren immer zwei Klassenräume, dazwischen eine Besenkammer. Die Besenkammer haben wir als Lehrerzimmer benutzt, aber das reichte ja auch für uns, wir waren ja nur zu dritt und haben dort unsere Morgenandachten gehalten, unsere Lehrerkonferenzen und unsere Absprachen, die nötig waren, damit der Tag eben gelingen konnte. Hier und da kamen auch mal Lehrer aus der Gesamtschule mit dazu, besuchten uns morgens in der Morgenandacht. Durch das starke Wachstum der weiterführenden Schule haben wir dann 2003 noch eine Hauptschule gegründet. Da wollten wir insbesondere Schüler, die besonders eine Förderung brauchen, weil sie eben nicht so leistungsstark sind. Und für diese Schüler starteten wir die Hauptschule. Es war dann soweit im Jahr 2002, dass die Pläne der Hauptschule richtig Form annahmen. So begannen wir 2003 im August mit 45 Schülern und 4 Lehrern. Einen sehr, sehr guten Anfang, einen sehr familiären. Und ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran, wie viele Eltern bereits nach ein, zwei Wochen kamen und sagten, wow,
was habt ihr mit meinem Sohn, was habt ihr mit meiner Tochter gemacht? Sie gehen gern zur Schule, sie lernen gerne, sie sind zu Klassensprechern gewählt worden, sie tankten so richtig auf, sie hatten plötzlich ein Selbstwertgefühl nach so vielen Jahren Misserfolgen in der Grundschule. Dieses System ist uns gelungen, bis heute beizubehalten, als zweizügige Hauptschule, eine kleine Schule mit kleinen Klassen, Klassenlehrer 6 Jahre durch, mit vielen auch praktischen Aktionen, Klassenfahrten jedes Jahr, ist es uns gelungen, eine Schule zu installieren, die den Schülern, auch den Lernschwachen, echt Freude macht und über die Jahre zu echt guten Erfolgserlebnissen verhilft. Und wenn ich jetzt über 10 Jahre zurückschaue, muss ich sagen, wie viel Segen hat Gott uns dazu geschenkt. Aus der Gesamtschule ist dann 2007 noch ein Gymnasium erwachsen. Das Gymnasium ist mittlerweile unsere größte Schule mit fast 750 Schülern, wird sie von Andreas Herm, dem Schulleiter, nun geführt. Ja, vor etwa 10 Jahren waren die Anmeldezahlen an der Gesamtschule damals so groß, dass man überlegt hat, ein weiteres Gebäude zu bauen, um die weiteren Schüler aufnehmen zu können. Gerade zu dieser Zeit hat die Landesregierung dann beschlossen, das Gymnasium am Gymnasium das Abitur auf 8 Jahre zu verkürzen. Und daraufhin kam uns der Gedanke, hier ein Gymnasium zu gründen, um Schülern, die von der Grundschule kommen, die Möglichkeit zu bieten, entweder in 8 Jahren über das Gymnasium oder in 9 Jahren über die Gesamtschule Abitur zu machen. Und so ist es dann 2007 auch Realität geworden. Das Gymnasium hat also 2007 mit 2 5. Klassen angefangen. Das war schon ein ziemliches Abenteuer. Es war eine Schulleitung, ein Kollegium, es waren dieselben Räumlichkeiten und 2 neue Klassen dazu, die eine andere Schulform hatten. Und dann wurde der Neubau erstellt, der war 2010 fertig und dann ist aus einer Schule sind wirklich 2 Schulen geworden. Also dann wurden auch die Kollegien aufgeteilt, eine neue Schulleitung ist an der Gesamtschule eingesetzt worden und seitdem sind es 2 Schulen. Und diese ersten Jahre, die waren schon sehr aufregend, weil da vieles neu war. Man mit Schülern umgehen musste, die jetzt anders als vorher in der Gesamtschule ein nicht so ein breites Leistungsspektrum hatten. Für die mussten neue Bücher angeschafft werden, man musste sich in neue Lehrpläne einarbeiten. Es hat aber insgesamt recht gut geklappt und sich auch bewährt. Und heute sind, glaube ich, alle zufrieden mit dieser Lösung, beide Schulen nebeneinander zu haben und Abitur nach 9 als auch nach 8 Jahren anzugehen. Bevor die Schulen überhaupt starten konnten, braucht es ja einen Verein als Trägerverein. In diesem Trägerverein ist besonders der Vorstand aktiv. Peter Hamm als Vorstandsvorsitzender seit der Gründungszeit hat den Vorstand 25 Jahre geleitet. Wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, 25 Jahre, ja eigentlich hat ja die Schule die Initiative viel früher begonnen, dann wird mir immer klarer, wie Gott diese ganze Initiative begleitet hat. Und dann fand sich bald eine kleine Initiativgruppe von Eltern zusammen, die verschiedene Modelle überlegten, Kontakte knüpften zu den ersten Privatschulen. Da wurde uns sehr schnell bewusst und klar, wir brauchen Leute vom Fach. Und so fingen wir ganz intensiv an zu beten, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Dann bekamen wir irgendwo den Kontakt zu Herr Hertel. Und er ist sozusagen die Person, die in den Anfängen maßgeblich ja die Schule ins Leben gerufen hat und vorangetrieben hat. Mit seiner Zähigkeit, mit seiner Durchsetzungskraft. Also diesem Mann sind wir einfach viel Dank schuldig. Ohne ihn wäre die Schule natürlich nicht das geworden, was sie heute ist. Aber es war ein Geschenk Gottes. Und so, wenn ich durch die ganze Geschichte gehe, dann merke ich immer wieder, dass Gott zu richtiger Zeit immer wieder Menschen berufen hat, die man vorher ja nie gefunden hätte. Aktuell haben wir hier in Lippe jetzt 5 Schulen. Insgesamt an diesen 5 Schulen sind etwas mehr als 2.500 Schüler und sie werden von
ungefähr 300 Mitarbeitern versorgt. Der größte Teil der Mitarbeiter sind selbstverständlich die Lehrer. Wenn ich so auf meine fast 20-jährige Tätigkeit hier an den Schulen zurückblicke, dann bin ich sehr, sehr dankbar für den ehrenamtlichen Vorstand, der sich so engagiert hat, für die tollen Mitarbeiter, die eigentlich an der Basis immer wieder diese gute Arbeit machen, aber auch das gute Miteinander mit der Politik und Verwaltung, das stimmt mich wirklich dankbar.